Jo, servus Leute, sehr herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es keine Reaction, zwar gibt es heute mal ein bisschen Real Talk, und zwar reden wir über das Thema Kauf. Meadow seine Klicks, ja. Und zwar, Leute, hört man ja jetzt überall das Gerücht, ja, Meadow kauft seine Klicks da und da, und es kann nicht sein, dass er so einen Hype hat, und so geht einfach nicht. So, ich will eine Sache erstmal sagen, so, okay, es ist schon übelst krass, wie krass seine Videos auch geklickt werden, ne? Aber trotzdem können wir nicht safe sagen, er kauft seine Klicks, wir können aber auch nicht sagen, nein, er kauft sie nicht. So, deswegen streiten sich da so die Meinungen. Ich werde euch am Ende nochmal meine Meinung dazu sagen. Aber jetzt mal achten wir mal auf seine YouTube-Klicks. So, baller los, wie viel Klicks das hat. Hobby. Oder Wolke 10 geht ja komplett durch die Decke so. Und ist halt ungewohnt so, weil das hatte man halt wirklich noch nie. Und sein Hype geht ja halt auch krass ab. Und ich sage euch eine Sache. Um Klicks zu kaufen, also es gibt... Ich sag jetzt keinen Namen, aber man merkt halt echt bei Leuten, wie scheiße die Klicks kaufen, wie auffällig das ist. Dann haben die, keine Ahnung, 500.000 Klicks und das Video hat irgendwie beispielsweise 200 Kommentare oder so, keine Ahnung, oder 100 Kommentare. Und das machen die halt falsch, weil die kaufen nur Klicks und dann keine Kommentare und keine Likes mehr, und dann wird das auffällig. Bei Meadow ist das nicht der Fall so. Seine Klicks, seine Likes, seine Kommentare sind halt... konstant so. Klar könnt ihr jetzt sagen, ja, vielleicht kauft Meadow auch Kommentare und Likes, weiß man nicht so. Aber das erstmal dazu. Also von seinen YouTube-Views her kann man nicht sagen, ja, er kauft sie. Dann nochmal gehen wir auf sein Instagram. Ja, seine Instagram-Follower sind krass, gerade hoch, so steigen auch. Können Leute jetzt sagen, kauft er? Aber ihr müsst euch vorstellen, seine Instagram-Follower steigen, seine Likes sind auch übelst krass. Also er hat da locker 200.000 Likes auf seinen Bildern so und 3, 4, 5 Millionen Follower. Da kann man das auch nicht sagen, ja, er kauft sie oder er kauft sie nicht. Und dann, wenn ihr jetzt nochmal auf einen Livestream von ihm geht, dann hat er meistens immer über 10.000 Zuschauer. Also das ist halt auch nochmal heftig. Bei Instagram kann man auch nicht sagen, kauft er sie nicht so. Und dann auf Spotify und seinen Streamzahlen, die sind auch nochmal krass heftig. Und zwar ist Meadow jetzt auch nochmal in der Spotify-Welt Liste so auf Platz 38 gekommen mit Wolke 10, und das ist halt übelst krass. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich gönne ihm jeden Erfolg, jeden Erfolg. Deswegen sag ich euch meine Meinung, ich glaube nicht, dass er Klicks kauft, weil erstens, das ist auch okay, er hat das Geld, aber das ist sehr, sehr krass teuer. So auf YouTube alles konstant, YouTube-Views, YouTube-Likes, YouTube-Kommentare, alles okay. Instagram-Follower, okay, Instagram-Likes, Instagram-Livestream-Zuschauer, alles okay. So, weißt du, kannst du auch nicht meckern. Streaming-Zahlen, alles okay. Dann, ich gehe jetzt nochmal weiter, sein Album ist komplett ausverkauft online. Der Hype von ihm ist meiner Meinung nach, ich kann es nicht 100% sagen so, aber ich glaube, sein Hype ist zu 100% real so. Ich will jetzt nicht sagen, die anderen, die sagen, er kauft sich Klicks, sind alles Neider und so. Klar gibt es sehr, sehr viele Neider unter den ganzen Leuten. Aber die Seite verstehe ich irgendwo auch, weil man kann nicht beweisen, dass er sie nicht kauft. Man kann aber auch nicht beweisen, dass er sie kauft. Aber meine Meinung ist, er kauft sie nicht. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeig's mit einem Daumen nach oben und abonniere jetzt meinen Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviere die Glocke, wirst du benachrichtigt. Das war's. Falls ihr mehr solcher Real Talk Videos sehen wollt, schreibt's einfach mal in die Kommentare. Macht's gut, haut rein und ciao!